Adi Schatz, alles Gute. Ja, der Adi sitzt irgendwie da hinten. Eigentlich im Wäschekorb, also eigentlich ist das der Wäschekorb und so, aber der Adi sagt einfach, nee, ich bin die Wäschekatze und das war's. Hier ist irgendwas am Bildschirm und jetzt sieht's wieder normal aus. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende wartet doch wieder der Schocker der Woche. Und ich habe heute so viel noch vor und so viel zu tun. Ich habe schon den Genesec Community Raid gemacht, den Xerox, Mega Xerox Community Raid. Gleich werden das exportiert, will ich raus, will nochmal beide solo probieren. Das alles schon mal vorbereiten für die ganze Woche, für die Zeit, wo ich immer nicht da bin. Denn immer wenn ein Tag fehlt, musst du 5 Tage rausarbeiten, sonst was hin und her, Stress. Heute Abend auch noch die Raid Mania mit Genesect auf dem Hauptaccount. Das erste Mal seit einem Monat, dass ihr Ramses der Dicke einladen müsst zu euren Raids, zu den Genesect Raids, wenn überhaupt jemand welche macht. Denn das kann ja nicht shiny sein, aber ich werde trotzdem 1 Stunde lang raiden. Vielleicht kommt ja das 100er dabei rum. Nimmt man natürlich auch mit. Ein Genesect kann man ja auch mal maxen. Ansonsten würde ich sagen, nicht lang schnacken. Wir fangen jetzt an, die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei Matze. Oh nein, das wilde Zapdos ist geflüchtet nach links und dann beim nächsten Bild nach rechts. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass sie in verschiedene Richtungen fliehen können. Cumulus, wie geht das? Cumulus zeigt uns, der hat einfach 2 Rocket-Ballons gleichzeitig. Habe ich also auch noch nicht erlebt. Eigentlich kommt ja einer angeflogen, er macht den, der fliegt weg und dann irgendwann zur vollen Stunde. Alle 1000 Jahre kommt der nächste irgendwie so. Aber 2 gleichzeitig habe ich noch nicht gesehen. Eigentlich ist das der Schocker der Woche, aber nee, ist es auch nicht. Dann haben wir das Meme des Tages vom Tobi. Der hat hier gepostet, 100 Level 50 Pokémon. Also, dass er 100 Stück hat, gemaxte Level 50er Pokémon. Die müssen nicht 100% haben, die müssen nur auf Level 50 sein. Und dann kommt eine Victoria Soos von YouTube-Kacke. There is no levels for Pokémon in Go, so this doesn't even make sense. Es gibt in Pokémon Go keine Level, deswegen macht das überhaupt gar keinen Sinn, dass du Level 50 Pokémon hast, weil es gibt doch gar keine Level in Pokémon Go, das macht gar keinen Sinn. Genauso wie der Kommentar von Victoria Soos, aber vielleicht spielt ihr auch kein Pokémon Go, sondern macht TikTok-Videos. So, Pupsi hat ja einen Shiny Vegemug gefangen, dann haben wir den Alexander Ahringer, locker flockig alleine geschafft, Mega Rex Blizzard mit 60 Sekunden Restzeit, ich habe auch ein Solo gemacht, Champ, hat hier einen Shiny Palkia mitgenommen, Cardanero Max, hat mir ein Shiny Incognito J getauscht, das war das allerletzte Shiny Incognito, was mir gefehlt hat für die Shiny Incognito Sammlung. Nochmal riesen Dank dafür. Und er wollte einfach ein Shiny Incognito L dafür haben. Ganz bescheiden, der junge Mann. Dankeschön dafür, danke, danke, danke. Und wir wissen jetzt schon, beim Abschluss-Event gibt es dann noch das X, das N und das P. Das sind wieder 3, die mir dann fehlen, auf die ich dann Jagd mache. Joel hat hier geschrieben gehabt, 4 Accounts, 1 Raid, 3 Shinies. Das ist auch fett und das in der Mitte sieht viel kräftiger aus als die anderen beiden. Kulidita, endlich auch mal ein verruchtes 100er. Krypto Trassler, sehr stark. Lennart bedankt sich nochmal. Duo Raid, Palkia Duo Raid. Danke für das Einladen und danke Jenna für das Aushalten des ganzen Stresses, den ich hier gemacht habe damit. Ne? Ist auch ein richtig cooles Bild, wie das nochmal ausholt hier. Was ist denn da passiert, sagt hier Lennart. Der wollte irgendwie Pokebälle wegwerfen, aber irgendwie auch nicht, denn irgendwie sagt der Text, Lennart, trink weniger, dann siehst du Bär. Konstin, gestern waren wir ja in Meiningen, wir haben zusammen die Rampenlichtstunde gespielt. Richtig cool, ich habe einen Shiny Nidoran bekommen, live im Stream. Ich habe einen Shiny Flunschlick bekommen, live im Stream. Und aus dem Abenteuerrauch gab es auch was richtig Fettes. Und nur einer hat mitgemacht, der das haben möchte. Und deswegen geht das wahrscheinlich dann an die Shenaya. Denn die hat zugehört, die hat mitgemacht. Und hat mir der Konstin sein 100er Pandir gezeigt. Und auf Wunsch einer einzelnen Person habe ich mal wieder etwas zum Einreichen. Das 100er Bondir. Das finde ich cool. Das habe ich nicht. Das fehlt mir als 100er. Warum reicht man sowas nicht freiwillig ein? Warum muss ich erst hingehen und muss den dazu nötigen? Danke aber trotzdem fürs Einreichen. Dann der Pokehandler hier, Shiny Baumball. Arktos und Zapdos als Galavögel aus dem Abenteuerrauch fehlt also noch Arktos. Was hab ich jetzt gesagt? Lavados und Zapdos fehlt noch Arktos, genau. Dann irgendwas ist hier falsch. Ramses Schilling.
das Flampion haut ab und das muss ein Bug sein, der aktuell sehr aktiv ist, denn das sehen wir hier, das sehen wir aber gleich nochmal und nochmal und nochmal, das ist bei vielen Leuten passiert. Abenteuerrauch bei Chill Boris, Shiny Porenda. Wo bist du, Gottverdammt, wo treibst du dich rum, dass da Porenda überhaupt spawnt, vielleicht ist das so. Dann Selal, Selal hat wieder Bilder geschickt, der Techniker kommt dann zwischen 9 und 18 Uhr, in Ordnung, die Rechnung bezahle ich dann auch so zwischen Januar und Dezember und bin ich wieder der Einzige, der lacht, ne? Ich fand's auch gut. Dann ein tolles Bild, das habe ich auch im ISPO weitergeleitet. Felino ist eines seiner Lieblings-Pokémon. Hier seht ihr dieses aus dem neuen Spielregions-Dings Felino. Das ist braun und das Blaue denkt sich, warte mal, batsch, in den Schlamm rein, das andere guckt, was? Und dann ist es auch braun und beide freuen sich wieder. So sieht das aus. Ich, wenn der Tennisball vom Hund unter das Sofa rollt, warum hat, ach so, gut, der Tennisball. Das finde ich auch krass, wie man sich das so verbiegt und da rumhängt. Dann Selal, endlich mal hier was mit Pokémon. Ein Shiny Mangunio, 100er Girafarig. Wenn man jemanden aus Baden-Württemberg fragt, woher er kommt, Baden-Württemberg, Bundesland, in der Mitte Stuttgart und alles drumherum, Nähe Stuttgart, Nähe Stuttgart, Nähe Stuttgart, Nähe Stuttgart. Oben haben wir Karlsruhe. Aber insgesamt alles eigentlich Nähe Stuttgart, verstehst du? Das fand ich auch cool, das habe ich Thomas auch geschickt. Autohube, nix, Postbote, nix, Einbrecher, nix. Aber wenn der Kühlschrank aufgeht, da ist der Hund am Start. Deutsches Sushi, das wäre vielleicht auch eine Idee für Ramses Kitchen mal nachzumachen. Deswegen machen wir schnell weiter. Selal noch mit dem 100er Starer Lili und einem gebrüdeten Gala Shiny Mauzi. 100er Slimer, Alola, auch gebrütet. Dann hat er hier zwei Knus bekommen aus dem Raid, habe ich glaube ich auch noch nie gesehen. Shiny Natu noch gegönnt, Shiny Bronzel, Shiny Haspiror, Flex, der 007 Flex 23 hat dem Spületrend-Account ein Ticket fürs Abschlussevent des GoFestes gekauft. Jetzt ist aber das Problem, das GoFest Abschlussevent ist am 28. August. Am 22. August oder so, an dem Montag, ist aber die Verlosung von dem Account. Das heißt, ich habe den Account dann eh nicht mehr, ich kann damit eh nichts machen. Derjenige, der den Account aber gewinnt, kann mit diesem Account das Abschlussfest spielen und kann sich noch mehr coole Sachen holen und den Account noch mehr aufwerten. Bedankt euch also bei Flex, der Gewinner. Ich hoffe nicht, dass der Account dann irgendwo in die Ecke fliegt und das war's, sondern dass man den noch weiter zieht und weiter spielt. Jenna hier ein wildes Aquana, da geht sie ganz steil drauf ab. Das ist ja ihr Lieblings-Pokémon. Jenna hier noch 100er Läufeo mitgenommen, wildes Hytera. Dann Kaiser Kai, das ist ein Shiny, musste zweimal nachsehen. Ja, Shiny Funpi, sieht halt leider so unspektakulär aus. Aber ist ein cooles Pokémon, ich mag das mit seinem Rüssel, sieht einfach voll niedlich aus. Muss jetzt warten, bis ich Aquahaubitze bekommen kann. Genau, 100er Kanimani. Man könnte mit einer Top-Lade-TM am Ende dann noch was machen, aber wenn man es über die Entwicklung erhalten kann, spart man die sich ja. Ne? Deswegen einfach aufheben, Kaiser Kai nochmal. Zwar kein Machomai, aber auch nicht schlecht. Ist trotzdem ein gutes Pokémon zum Kämpfen, was man nehmen kann. Für mich bisher das Beste, was im Abenteuerrauch drin war, ein Shiny Knofensa. Aber noch ein Shiny Panzereron. Zwar kein legendärer Vogel, aber ein Shiny nimmt man doch gerne immer mit. Dann hat er noch hier zu Hause gefangen, 100er Stolunior. Dann sind wir beim NetGhost. Forschungsdurchbruch am Hochzeitstag. 100% Gala Flunschlick und alles Gute zum Hochzeitstag natürlich. 15 Jahre aggressives Liebe. So, fertig. Luigi Sarada, dann haben wir hier Haspiror, Volbeat, Choupé. Das heißt Süpé. Und dann haben wir Palk hier dabei als Shinies der letzten Zeit. Dann hat er hier noch ein 100er Gengar. Sieht auch gut aus, so wie das 100er Miraplar. Und dann haut das 100er Gengar auch schon wieder ab. Gengar will dich woanders erschrecken, ne? Wo denn? Das ist das zweite Mal, also das ist so entgleist. Dann nochmal Black Viper Cat, nächstes Level 50er, das auch noch legit. Ist ja bei Melmetal eigentlich nicht so schwer, weil du halt ständig diese Wunderbox öffnen kannst, kostenlos einfach diese Dinger mitnimmst, bei jedem 3 XL Bonbons. Also wenn man ein Pokémon auf Level 50 hat, dann müsste das Melmetal sein. Einfacher geht's einfach nicht. Das ist Meisterliga Level 40, Mutterfresse, jetzt auf 50. Musste noch ein Ding dran machen, glaube ich. Black Viper Cat, weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Der hat einen Shiny Wuffels wahrscheinlich über. Ich brauch's auch nicht. Ich habe 4 Stück, weil S, Nacht- und Tagform und dann die
komische Form, die noch kommt, ne? Die Zwielicht oder so. Sören, sehr cool hier. Shiny. Krypto Shiggy bekommen. Schönen Sonntagabend noch. 100er Loturzel, damit ist die Familie auch komplett. Yoda Master aus dem Glückstausch hier 100er Vegimark bekommen als Glücks-Pokémon. Blostlift auch. Irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Auch das Krypto Machomai haut ab. Elias, dem flüchtet das Arktos und das Lavados auch noch. 34, 41, aber beides in einem Rauch. Ist auf jeden Fall mega stark. Dann hier auch Shiny Flunschlick bekommen. 42.000 Bilder und Nachrichten beim Fanchat. Das sieht doch gut aus. Das sieht man, im Fanchat ist immer was los. Kommt in den Fanchat, Link in der Beschreibung. Daniel Love hier, weibliches Vadribje. Auch entwickelt, dass man sieht, wie das dann aussieht als Hornweißel. Benjamin Engel, Shiny Bonita. 100er Staralili. Annika Vogt, 100er Snuppul, 100er Hopspross, Shiny Ben. Ja, woher soll ich denn wissen, wie das heißt? Yorklef, ne? Shiny Yorklef, Heiko mit dem 100er Cresselia, das fehlt mir auf jeden Fall auch. Hau ich auch noch rein, jetzt muss ich auf 50 ziehen. 100% Shiny Incognito. Das U. Heiko, du bist echt eine Granate, muss ich sagen. Das wollte ich eigentlich erst als Schocker der Woche machen, aber ich habe dann was anderes genommen, weil das ist aber trotzdem krass. Ich glaube, das muss ins Thumbnail, aber ich packe ja immer was Cooles ins Thumbnail, aber der Schocker muss verdeckt bleiben. Das wird bestimmt das Thumbnail. Guckt euch das an. So, das war für Thumbnail extra dumm geguckt. Cumulus nochmal hier, Shiny Magunior, Shiny Palkia. Eine Chance, ein Ball und es ist geflohen. Zapdos auch weg. Dann der NS. Na, endlich habe ich auch dieses Shiny abgehakt. Habe ich auch schon ewig nachgesucht und endlich bekommen. Shiny Sengo. Shiny Bronze hat er noch. Shiny Onyx hat er noch. Endlich habe ich auch von diesem Pokémon die Shiny-Familie komplett. Shiny Mangunior. Immer noch NS. Das ist jetzt mittlerweile so mein viertes oder mein fünftes, wenn man von einem Baby zu viele Shinies hat und man anderen Babys noch gar kein einziges hat. Dann hat man vielleicht Glück, weil es jemanden gibt, der hat dreimal Vonera, dem fehlt ein Mobi, dir fehlt vielleicht Vonera, du hast Mobi. Und dann tauschen. Baby gegen Baby ist der fairste Tausch, den es gibt. Shiny Babys sind auf jeden Fall mega wertvoll, gerade Mobi als Shiny hat bestimmt nicht jeder. Also lieber sowas nehmen und dann mit jemandem mal tauschen als irgendwelche anderen wilden Sachen. Nochmal NS und heute Morgen im Bus, ganz zufällig aus einer Feldforschung, mein zweites 100er Hopspross. Henry Niki, gerade aus dem Ei bekommen, Shiny Iso. Frag doch NS, brauchst du noch Shiny Iso? Nimmst du das vom Henry, obwohl das vielleicht sein einziges ist und gibst ihm Mobi dafür, obwohl er das wahrscheinlich nicht braucht, wäre doch ein guter Deal. Dankeschön für die Einladung zum Raid, hier auch nochmal Henry Niki, 2260, eigentlich auch relativ gut. 2280 war, glaube ich, das 100er. Also gut. Henry Niki hier hochgezogen auf Level 50. Ein Krypto Zapdos. Endlich mit 96% auch. Koselinchen. Das Absol ist aus der PvP. Shiny Bidiza, Shiny Dusselgur, Shiny Absol, Shiny Palkia. Und hier Flemli. Ups, haut auch ab. Die hauen einfach alle ab heute. Michael Schilling. Nicht bei Discord schicken, aber bei Facebook hat er mich nicht gefunden. Und das ist ein Bild von seinem Sohn, was sein Sohn gefangen hat. Der hat im Rauch ganze 5 Pokémon gehabt, aber wenigstens war ein Galaarctos dabei. Hier Level 45 ist er, der Felix, 03 Felix 12. Grüße gehen raus mit einem Affenkostüm. Cool, dass man den als Buddy nimmt und die Pose passt eigentlich auch dazu, wie er so dasteht mit dem Affenkostüm. Dahinter das Galaarctos sich hinschmiegt. Ist ein cooles Bild auf jeden Fall. Grüße an den Felix also und an den Papa. Hier sieht man es nochmal so. Die kommen aus Erfurt, 1498. Zack, damit abgerissen. Und heute ganz frisch vom Käferkrabbelei-Event hat er Henry Niki mir noch geschickt. Das hat er aus der Forschung bekommen von der Käferkrabbelei. Da kriegt er ja die erste Belohnung gleich ein Bibor. Bei ihm ist es einfach direkt ein Shiny Bibor gewesen. Und der Bier-Benny hat noch ein 100er Wuffels gebrütet. Das waren die Highlights und jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, ich muss das mal kurz überspringen, Grüße an den Schilling. Ah, nein, glaube ich nicht, jetzt habe ich genau das Falsche drauf gemacht. Moment, der Schocker der Woche kommt diesmal von Nick. Nick, by the way, 1, 2, 3, Trainer Level 50, was ist das? Da liegt ein schwarzer Kopf.
wenn ihr das euch ohne anguckt, ohne hier Gefaxe am Rand, dann seht ihr, dass Nick, by the way, 123, Level 50, kein Avatarbild mehr hat, sein Gesicht ist weg. Sein Gesicht ist abgefallen, sein Kopf ist rausgerissen aus dem Avatar unten links, fliegt jetzt im Spiel rum, er ist mal rangezoomt, der guckt auch total ängstlich und erschrocken, der Mund ist auf, das sieht so grässlich aus und so fliegt der Kopf einfach in der Gegend rum, beim Paras, beim Sonnenfels hier bei ihm, also habe ich noch nie gesehen. Das wirkt wirklich extrem verstörend, wenn man sich dieses Bild anguckt. Das für mich der Schocker der Woche. Wie kaputt ist dieses Spiel, bitteschön? Oder wie viel Spaß kann man damit haben mit der Bugmania? Ansonsten war es jetzt von meiner Seite aus. Grüße an alle, danke für die Einsendungen. In letzter Zeit kommt es mir so vor, als würde immer weniger eingesendet werden. Wenn nicht, machen wir das Format dicht und dann war's das. Da kann ich lieber, keine Ahnung was, nichts mehr machen. Ansonsten sehen wir uns heute Abend 18 Uhr in der Raid Mania, wenn ihr zu Genesect einladet. Mann, jetzt geht's mir aber in der Ranse rum. Sehen wir uns heute Abend 18 Uhr Genesect Raid Mania, wenn ihr mich einladet, wenn ihr mit mir befreundet seid, ladet mich ein, mal gucken, Raid Mania Punkte sammeln und für den Rest Sonntag ab 10 Uhr oder 9 Uhr Genesect Raids für Zuschauer, für die, die den Pokédex-Eintrag brauchen und sonst niemanden haben. Ansonsten ist der Boss mega uninteressant und da wird nicht viel gemacht, nur diesen einen Stream. Peace out, vorhaut, euer Ramses.